die Fassade des Wittenberger Rathauses in neuem Licht. Zumindest für kurze Zeit. Ligdraka, Lichtdrachen, heißt das Projekt von 15 internationalen Künstlern zu Ehren von Lukas Cranach dem Jüngeren. Sie kombinieren projizierte Videos mit echten Tanzeinlagen. Der Zuschauer kann oft nicht mehr zwischen Fiktion und Wirklichkeit unterscheiden. Eine Besonderheit der sogenannten Videomapping-Technik. Wir mussten in der Platz arbeiten und der Platz verändert sich nicht für unseren Wunsch. Ja. Ich gebe dir ein Beispiel vom Denkmal von Luther, das gerade in der Mitte von der Rathaus ist. Und nur das war schon ein Aufwand. Wie kann man überhaupt auf die Fassade projizieren mit diesem Riesendenkmal hier richtig in der Mitte? Ligdraka stellt einen direkten Bezug zur Bibel her. Der Sündenfall von Adam und Eva. Die Vorlage stammt von dem Renaissance-Künstler, dessen 500. Geburtstag dieses Jahr gefeiert wird. Cranach, hier rechts im Bild, fertigte gemeinsam mit seinem Vater Auftragsarbeiten an. Die Schlange wurde zum Markenzeichen ihrer Wittenberger Werkstatt. Bekannt wurde Cranach vor allem für seine Porträts. Auffällig, in seinen Bildern taucht immer wieder der Reformator Martin Luther auf. Lukas Cranach der Jüngere stand ja immer im Schatten seines Vaters, Lukas Cranach des Älteren. Und in diesem Jahr tritt er eigentlich aus diesem Schatten erstmal so richtig heraus. Er hat die Reformation in die Welt gebracht mit seinen Bildern, indem er immer wieder die Reformatoren auf seine Bilder gebracht hat. Die Bildsprache und Motive Cranachs des Jüngeren haben auch Jahrhunderte später Künstler inspiriert, wie zum Beispiel die Kreuzigung Christi. Ob der deutsche Aktionskünstler Joseph Beuys, der russisch-französische Maler Marc Chagall oder der US-Amerikaner Keith Haring, sie alle griffen Cranachs Symbolik auf. Ebenso Pablo Picasso oder Henri Matisse. Die deutsche Künstlerin Ulrike Kirchner hat sich vor allem mit den Porträts von Cranach beschäftigt. Von ihr stammen 11 adaptierte überdimensionale Cranach-Bilder, die sie mit Folien auf Tafeln geklebt und an der Fassade eines Wittenberger Einkaufszentrums angebracht hat. Vom Prozedere her technisch sind das wie Werbetafeln, die hier zu sehen sind. Aber es sind eben andersartige Werbetafeln, die auch ein bisschen irritieren sollen. Die Lichtinstallation Word Up setzt die ehemalige Druckerwerkstatt der Cranachs am Wittenberger Marktplatz in Szene. Den Familienbetrieb hatte Lukas Cranach der Jüngere weitergeführt. Was ich eigentlich sehr spannend fand und interessant ist, dass hier in dem Gebäude selbst der Druckworkshop vom Cranach war und das auch in derselben Zeit zu der Buchdruck gestartet ist eigentlich hier in der Region. Und ich fand es sehr spannend mit dem Repertoire des Druckers, des Buchdruckers im Speziellen, den einzelnen Buchstaben zu arbeiten. Ein 500 Jahre alter Künstler, von modernen Künstlern ganz unterschiedlich interpretiert. Ob es dem Meister der Renaissance gefallen hätte? Ich denke, der wird sich freuen, auf jeden Fall. Ich meine, es ist immer schön, wenn man einen Kontext, das eigentlich ganz fest ist, ja, ist schon alles gesagt und erklärt über Cranach, ja, ist alles genau dokumentiert. Aber es ist immer gut, wenn man andere Perspektive von dem gleichen Thema, das eigentlich so fest ist, so straff. Die Lutherstadt Wittenberg wird zur Cranachstadt. Doch bis Ende des Jahres wird der Geburtstag des Malers gewürdigt.